Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuseher. Herzlich willkommen im kalten, aber sonnendurchfluteten Hanapi-Stadion. Gleich öffnet sie ihre Pforten. Die 26. Runde der Tipp 3 Bundesliga. Los geht's mit dem Duell des Vizemeisters Rapid gegen den Dritten der abgelaufenen Saison. Und jetzt Mira. Blicken wir allerdings auf die Frühjahrstabelle, kickt hier der Letzte gegen den Vorletzten. Und die Rapid-Fans werden sich vielleicht den 9. Dezember 2012 grün-weiß im Kalender angestrichen haben, denn da gab es den bis dato letzten Sieg der Mannschaft von Peter Schöttl zu bestaunen, das 2:1 hier im Hanapi über Wacker Innsbruck. Peter Schöttl heute mit folgender Formation, zwei Änderungen gegenüber dem 2:2 gegen eine Mattersburg. Das Experiment mit Häkkinen als Innenverteidiger ist vorbei. Gerson bekommt wieder eine Chance, verteidigt also neben Mario Sonnleitner im Zentrum. An der rechten Seite kommt Michael Schimpelsberger zum Einsatz. Heißt im Umkehrschluss auch, dass Christopher Trimmel zum ersten Mal in diesem Jahr nur auf der Bank sitzt. Ansonsten das erwartete Personal mit den Offensivkräften Burgstaller, Hofmann und auch mit Marcel Sabitzer, der erstmals also im Rapid-Dress gegen die Admira spielt. Morgen wird er 19 Jahre jung. Herzliche Gratulation jetzt schon. Und im Teamkader ist er zumindest auf Abruf mit dabei. Dominik Oschan wird diese Partie leiten. Der 29-jährige Vorarlberger, der vergangenen Sonntag Wacker-Coach Roland Kirchl auf die Palme gebracht hat. Zum ersten Mal leitet er dieses Duell. Rapid gegen die Admira, flankiert von Matthias Winsauer und Johannes König, die Kübauer. 4-4-2, das System heute hier im Hanapi. Seebacher gelb-rot gesperrt. Plasnäger, Windbichler, Mikusch fehlen verletzt. Dafür kommt Palla retour nach seiner Sperre. Verteidigt an der linken Abwehrseite wie gewohnt. Wedrogo ist wieder mit von der Partie, von dem erwarten sich natürlich viele Admira-Anhänger. Einige ist die Kampfmaschine neben Lukas Segovia und im Tor Jürgen Macho, der ehemalige Dauergast im Block West hier im Hanapi, der 35-jährige Keeper, der nicht in den Nationalteamkader einberufen wurde, obwohl da einige gemeint haben, wieso eigentlich nichts. So viele klasse Torleute hat Österreich momentan nicht. Und auf der anderen Seite Lukas Königshofer. Er ist mit dabei im Teamkader von Marcel Koller. Happy Birthday. Er feiert heute seinen 24. Geburtstag. Kommt im Übrigen aus dem Admira-Nachwuchs. Rapid eröffnet dieses Spiel und damit auch die 26. Runde in dieser Bundesliga-Saison. Und wenn wir da nochmal auf die Tabelle blicken, Rapid aktuell auf dem dritten Rang mit 41 Punkten, 9 Punkte hinter Salzburg. Da wäre so viel möglich gewesen mit einem besseren Frühjahr, denn Sie wissen ja, liebe Zuseher, der Zweitplatzierte, der ist ja berechtigt für die Champions-League-Qualifikation. Gerson führt sich da gleich mal mit einem schrecklichen Fehlpass ein und dann gibt es zur Überraschung vieler keinen Freistoß. Da soll es keinen Foul gegeben haben an Schachner. Da hat Oschan laufen lassen. Also Gerson, der die Nachdenkpause vielleicht nicht so souverän hat nützen können. Jetzt aber die erste Chance für Rapid und der wird noch gefährlicher, als es zunächst ausgesehen hat. Interessanter Auftakt. Fehlpass hier und auf der anderen Seite der gut gesetzte Konter. Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn Marcel Sabitzer hier ein Tor machte gegen seinen Ex-Verein. Na, so viel hat er jetzt gar nicht gefehlt. War keine perfekte Kopfballposition für ihn. Also ganz guter Abschluss des bald 19-Jährigen. Ja, um die Tabellensituation noch zu Ende zu führen. Nicht nur 9 Punkte hinter Salzburg, sondern, was viele Rapid-Fans natürlich besonders schmerzt, 20 Punkte hinter der Austria. Gerson. Der Ball kommt besser. Farid Pichler. Rapid ja erstmals seit über 6 Jahren mit einer derart
schlechten Bilanz in der Liga. 6 Spiele in Folge ohne Sieg, das hat es zuletzt unter Peter Bakko gegeben im November 2006. Da waren sogar 8 Spiele in Folge ohne Dreier. Schöne Idee von Sabitzer, kein Abseits von Thomas Schrammel, der da ein bisschen lange braucht, um den Ball zu verarbeiten, und dann kommt die Flanke nicht. Wohlgedacht für Terence Boyd. Der Pass war super von Sabitzer, mit viel Gefühl, mit dem Außenriss. Schrammel legt sich den Ball zurecht. Macho greift nicht hin. Zweite passable Offensivaktion von Rapid. Also der Start ist nicht so schlecht für die Mannschaft von Peter Schöttl. Drogo kommt nicht hin. Gerson putzt aus. Die Admira, die natürlich auch kein überragendes Frühjahr spielt. Das ist klar, aber zumindest haben die Leistungen zuletzt durchaus gepasst. Das respektable 1:1 gegen Salzburg. Davor dieses komische 0:1 gegen den WRC, als die Admira ja wirklich haushoch überlegen war, aber das Tor nicht machte. Davor wiederum der 2:1 Erfolg in Graz gegen Sturm. Also die letzten Wochen haben gezeigt, diese Mannschaft ist am Leben. Es geht wieder bergauf. Das ist ja dringend notwendig. Denn noch ist man nicht draußen aus dem Tabellensüden. Da geht es ja heiß zur Sache im Kampf gegen den Abstieg, gegen Neustadt, gegen Innsbruck. So, Leitner. Ja, wer traut sich mit der Spieleröffnung? Da schieben sie sich den Ball zu. Sonnleitner soll es dann machen. Das war gar nicht mal so schlecht. Starke Spieleröffnung von Sonnleitner für Burgstaller. Der weiß, da hätte er mehr draus machen können. Mit Kapitän mit Stäke. Schimpelsberger hat er abgesichert als letzter Mann. Oh, schade um diesen Pass. Eigentlich perfekt gespielt, aber Hofmann soll den Schritt vorne gewesen sein. So hat es zumindest der zweite Assistent gesehen, Johannes König. Das war auch in Ordnung so, seine Sichtweise. Gut hineingegangen in diesen Zweikampf. Deshalb bleibt der Ball bei der Admira und die erste lockere Fangübung im Matchbetrieb für Lukas Königshofer. Terence Boyd reibt sich da auf. Der US-Amerikaner, der sich freuen darf, der mit dabei ist im Nationalteam. Morgen geht es dann in den Flieger in Richtung New Jersey. Da spielt die USA dann gegen Costa Rica, dann das heiße Auswärtsspiel in Mexiko. Gerson, ja, auch das kann ins Auge gehen, war völlig unnötig, dieser Haken, auch wenn es ein Foul dann war von Isiaka Wedrogo. Also wieder ein recht wackeliger Auftakt des brasilianischen Innenverteidigers. Trimmel heute also zum ersten Mal in diesem Jahr nur auf der Ersatzbank. Hekinen findet sich dort auch wieder, ebenfalls Deni Alarm. Aber daran hören Sie auch, da gibt es einige Möglichkeiten noch für Peter Schöttl, falls da irgendwas schief laufen sollte, in diesem Spiel was zu verändern. Ja, Thorsten Schick wäre eigentlich in einer guten Position gewesen, aber ist dann weggerutscht und Rapid versucht zu kontern. Über Hofmann, der zieht das Foul, holt den Freistoß, clever gemacht gegen Bernhard Schachner.
mehr, war dafür Hofmann nicht mehr drinnen. Spielt sicherlich nicht seine beste Saison um Steffen Hofmann, aber 9 Torvorlagen hat er wieder zustande gebracht. Auch manche nach diesen Situationen. Unangenehm für Jürgen Macho. Harry Bichler hat da mitgemischt. Ich denke, dass der Ball zweimal abgelegt wurde. Genau. Bichler und dann Sonnleitner mehr oder weniger freiwillig. Hat er da auch noch die Birne hingehalten. Aber das war schon die dritte brauchbare Gelegenheit. Angriffssituation für Rapid. Nicht mal 8 Minuten sind gespielt. Hofmann. Sonnleitner kommt entgegen, kommt aber nicht zum Kopfball. Wojtrogo vor Schrammel. Neuerlicher Spielaufbau vonnöten bei Rapid, aber der geht vorerst mal daneben. Hofmann bessert aus. Abseits von Gerson, meint Johannes König. Ansonsten hätte es ziemlich prickelnd werden können, denn da war dann auch Terence Boyd frei unterwegs. Kommt der Ball von Hofmann und zu diesem Zeitpunkt steht Gerson im Abseits, greift dann aktiv ein. Zweite korrekte Entscheidung des Assistenten. Thomas Weber. Schick. Wenn es gewollt war, war es ein super Pass im Bedrängnis von Schwab. Und auch deshalb wird es hier richtig gefährlich. Schrammel klärt. Da war zum ersten Mal auch Tito mitbeteiligt. Der Spanier, der ja zuletzt ein sensationelles Tor gemacht hat gegen Red Bull Salzburg beim 1:1. Ausgangspunkt dieses Angriffszuges, aber die starke Einzelaktion von Stefan Schwab. Gibt schlechtere Freistoßpositionen. Thorsten Schick bringt den Ball zur Mitte. Lucas Segovia wartet noch auf sein erstes Tor in der Tipp 3 Bundesliga. So viel hat er gar nicht gefehlt. Erste richtig gute Gelegenheit für die Südstädter. Pressing von Rapid hätte sich beinahe ausgezahlt, aber Beuth war da in die andere Richtung unterwegs. Das hat Don Didi natürlich weniger gefallen, diese Unsicherheit beim Herausspielen aus der eigenen Hälfte. Zu steil für Hofmann. Ebner. Sabitzer an der linken Seite unterwegs, Burgstaller rechts. Sabitzer, gutes Kopfball-Timing. Und Wojtrogo versteht die Fußballwelt nicht. Meint da gestoßen worden zu sein von Gerson. Ja, hätte man schon so interpretieren können.
Segovia holt den Einwurf raus, damit die Admira wieder in Strafraumnähe von Rapid über Thorsten Schick, der ja einige feine Tore erzielen konnte im Herbst. Früher läuft es noch nicht so richtig bei ihm, allerdings bei der gesamten Mannschaft nicht. Hoffmann, gut gelöst, gute Passidee, fehlende Präzision. Paller. Schlampiges Zuspiel von Stefan Paller. Gerson, traut er sich mal einen schwierigeren Ball zu. Schrammel. Dann kommt Vidra gut entgegen, hat den Ball auch fein prallen lassen. Bichler, Hofmann. Sabitzer. Schön weitergeleitet von Marcel Sabitzer. Ja, Bichler mischt da jetzt offensiv recht gut mit, holt den Freistoß raus. Hofmann geht wohl gedanklich schon ein paar Varianten durch. Weiter Weg für Hofmann. Rüber zum Eckball. Jürgen Macho, sein fünftes Spiel heute für die Admira. Ohne groben Fehler bisher geblieben bei Gegentoren. Dagegen eigentlich kein Treffer auf seine Kappe. Schrammel soll hier Volley abschließen. Ja, das wäre doch ein schönes Premierentor gewesen für ihn in dieser Saison. Hat er noch kein Tor für Rapid gemacht im Liga-Alltag. Ball bleibt bei den Hütteldorfern, die hier willens sind, schnell in Führung zu gehen. Die ganz gut reingefunden haben in diese Partie, sehr aggressiv wirken. Sich schon sehr viele Standards auch erarbeiten konnten. Auch der war gut, Macho. Bleibt weiter, höchst aufmerksam. Wedrogo startet den Konter, aber wer hilft ihm? Tito zunächst und dann öffnet sich die Schusschance und es sollte wieder nicht sein. Lucas Segovia vor ein paar Minuten per Kopf und jetzt aus größerer Distanz. Guter Schuss, saubere Abwehr von Lukas Königshofer. Und zuvor Terence Boyd per Kopf. Die beiden Keeper haben schon ordentlich zu tun. Thorsten Schick. Hofmann. Schachner. Ja, da sind einige Rapidler ins Leere gelaufen. Schimpelsberger passt aber auf. Vidra. Schimpelsberger zieht den Sprint an. Also heute den Vorzug gegenüber Christopher Trimmel bekommen. Natürlich weiß auch Peter Schöttl, dass auf der anderen Seite ein ganz starker Mann an der linken Seite spielt. Tito.
Hammel auf Savitzer. Hinein in den Strafraum und der nächste Abschluss. Also Chancen plus. Ja, bei Rapid. Effizienz fehlt bis hierhin. Aber Savitzer einfach schneller als Thomas Weber. Gegen Mattisburg zum ersten Mal beginnen dürfen unter Peter Schöttl. Sein erstes Tor für Rapid bei diesem mitreißenden 3:3 in Salzburg. Also Rapid hat ja schon mal offensiver losgelegt als beim ersten Saisonduell hier im Hanapé. Beim 0:0, als Rapid 38 Minuten brauchte bis zum ersten Torschuss. Das sieht heute ganz anders aus. 5:3 halten wir momentan in Sachen Torschüsse zugunsten von Rapid. Zu kurz von Hofmann, Widra. Das kann noch mal dem Captain passieren. Macho, der also in dieser ersten Hälfte vor dem Westsektor spielt. Also da sind mit Sicherheit einige hinter ihm, mit denen er früher noch gemeinsam im Block West gestanden ist und Rapid unterstützt hat. Buedrogo holt die Ecke raus gegen Gerson. Welche Mannschaft kann hier zuerst Kapital aus diesen vielen Standards schlagen? Thorsten Schick. Und jetzt kommt Bewegung rein in den Strafraum. Buedrogo völlig frei. Kommt er hier zum Abschluss? Ja, das war die vielleicht beste Chance für die Admira hier. Da stehen sie alle fröhlich herum. Isiaka Buedrogo. Beuth, Pichler, alle sind da recht ratlos. Wieso kommt denn der so frei zum Abschluss? Wer hätte da näher dran sein müssen? Pichler schrammelt da regelrecht den Ball weg. Und Admira kann jetzt kontern über Segovia. Buedrogo würde mithelfen. Segovia wird gefoult. Ja, Oshan wertet dies nicht als Vorteil. Hätte man vielleicht laufen lassen können. Die Gelbe könnte er auch im Nachhinein geben. Dominik Widra hat diese erhalten. Richtige Entscheidung. Gelb. Möglicherweise hätte Oshan hier die Admira den Vorteil gönnen können. So gibt es den Freistoß in Höhe der Mittellinie. Stefan Schwab steht parat. Zergovi hat sich gelöst. Auch Buedrogo, der kommt wieder hin. Also langsam wackelt die Rapid-Defensive wieder. Gerson nicht im Bilde. Widra kann Buedrogo auch nicht am Abschluss hindern. Fehlt ein bisschen die Kommunikation, wie es scheint, untereinander. Das Coaching der Spieler.
Der Admira wird das nicht verborgen geblieben sein, dass in dieser Phase des Spiels was zu holen ist. Rapid hat stark begonnen, sehr druckvoll, allerdings ohne einen Torerfolg und ohne was aus diesen vielen Standards zu machen. Mittlerweile viel offener geführt, diese Begegnung. Und die Südstädter erhöhen die Schlagzahl in Sachen Offensivkraft, setzen immer mehr Nadelstiche, zumeist in Persona Isiaka Wedrogo. Terence Boyd soll da den Ellbogen ausgefahren haben. Das ist auch in Ordnung, wenn das der Schiedsrichter sieht und sofort ahndet, denn das hat schon zu vielen Cuts geführt. Hier schauen wir auf die Bewegung. Oh ja. Endlich beim ersten Eindruck ist. Ja, okay, doch. Muss er nicht so hingehen mit dem rechten Ellbogen. Terence Boyd. Korrekte Entscheidung von Dominik Oschan. Hofmann mit der Balleroberung. Burgstaller. Terence Boyd kommt entgegen. Abstoß. Schuss Winter gegen Boyd. Boyd hat da die Ecke reklamiert. Aber es war richtig. Wedrogo wiederholt er sich aus dem Mittelfeld den Ball. Wieder eine Freude, ihm zuzusehen, wie viel Begeisterung er aufbringt für diesen Sport, wie viel Leidenschaft er spielt. Ist zwar zumeist nach 60, 70 Minuten platt, aber vorher gibt er ordentlich Gas und gibt damit jeder gegnerischen Verteidigung viele, viele Probleme aufzulösen. Rapid braucht hier wieder eine gelungene Aktion. Gerson, so nichts. In den leeren Raum gespielt. Aufrücken, meint er. Da stehen sie zu tief, da hat er schon recht, in den letzten Minuten. Die beiden haben bekanntermaßen zusammen bei Rapid und im Nationalteam gespielt, Peter Schöttl und Didi Kübauer. Ja, da gibt es kein Durchkommen für Hofmann, dann aber auch Schachner mit der falschen Idee. Und deshalb ist der Ball wieder bei Hofmann und bei Rapid. Nächster Freistoß. Sichtlich eine schmerzhafte Geschichte. Stefan Schwab, rustikal. Heute in seinem 311. Spiel für Rapid. Ja, Peter Schöttl hat Christopher Trimmel eben zu sich geholt. Könnte also sein, dass da recht früh was verändert wird. Sieht das nicht aus beim Steffen Hofmann. Ja, der nächste bittere Moment für Rapid, der Kapitän muss von Bord. Wir werden natürlich alles versuchen, um schnell herauszufinden, was ihm genau fehlt. Christopher Trimmel jetzt also mit von der Partie und den Freistoß
den hat nicht mehr Hofmann ausführen können, sondern Harry Bichler war es. Schimpelsberger. Damit fehlt natürlich Rapid auch die Qualität bei den Standards in der fehlenden, verbliebenen Spielzeit. Möglicherweise auch ein Faktor zu Ungunsten der Gastgeber. Schüsswinter. Und dann rührt Wedrogo wieder kräftig um gegen Sonnleitner. War ein Stürmerfoul. Aber auch das nicht unheikel. Und auch Wedrogo scheint angeschlagen zu sein. Auch er muss hier behandelt werden gegen Sonnleitner. Dann war es ein Foul, keine Frage. Dann kommt er nicht mehr hoch. Eieiei. Nicht die erfreulichste Spielminute hier im Hanabi. Zunächst erwischt es den Kapitän von Rapid und jetzt möglicherweise auch einen ganz wichtigen Akteur des Teams von Didi Kübauer. Partie läuft weiter. Erster Einsatz von Trimmel. Der führt zur Ecke. Wedrogo hat sich wieder angemeldet, ist wieder mit dabei, versucht und will auch gleich mithelfen bei dieser Ecke. Burgstaller. Da war Trimmel dran. Wedrogo kommt nicht hin. Ja, es war wieder mal eine Annäherung. Haben wir schon geraume Zeit nicht mehr gesehen. Mal andersrum. Gerson als Offensivakteur gegen Wedrogo. Und schon wieder liegt einer. Das Duell zuvor war das schmerzhafte für Thorsten Schick gegen Harry Bichler. Also irgendwie ist der spielerische Faden hier völlig gerissen. Halbe Stunde absolviert. Rapid mit einem guten Start, mit einigen Torchancen, dann mit Nachlässigkeiten in der Defensive. Hat Mira besser reingekommen, hat die Partie offen gehalten, hätte auch in Führung gehen können, wenn wir da an die Möglichkeiten von Segovia, von Wedrogo denken, dann der verletzungsbedingte Ausfall des Kapitäns Steffen Hofmann, der runter musste. Er wird sichtlich weitermachen können. Thorsten Schick. Gerson. So, die Zuseher versuchen mitzuhelfen hier im Stadion. Jetzt stehen sie alle auf. Und natürlich braucht diese Mannschaft die Fanunterstützung. Nicht nur Häme und Kritik. Zumindest für ein paar Sekunden war hier freundliche Atmosphäre zugunsten der Mannschaft im gesamten Stadion spürbar. Burgstaller.
kann man natürlich versuchen. Dominik Widra. Also dieses Duell eröffnet die 26. Runde dann im Anschluss. Unsere Dreierkonferenz mit Salzburg gegen Ried, mit Sturm gegen Innsbruck, mit den Wolfsbergern gegen Wiener Neustadt. Morgen dann Mattersburg gegen die Wiener Austria als Abschluss dieser Runde. Und ein wirklich schönes Setup in Sachen Gäste gibt es dann für Sie, liebe Zuseher, morgen dann im Anschluss an die Partie Mattersburg gegen die Wiener Austria. Tor und Tore mit dem besten österreichischen Fußballspieler zurzeit, mit David Alaba und mit seinen Wegbegleitern Didi Constantini, Herbert Gaga. Da ist Schick. Da ist ein ungefährlicher Kopfballabschluss. Ein bisschen mehr Rasanz könnte der Partie jetzt gut tun. Beuth kommt überhaupt nicht zum Zug bei Drogo. Schön gespielt von Tito auf Segovia. Vorbei an Gerson, aber nicht an Schimpelsberger. Kein Foul, sagt Oshan. Und Gerson meint sowieso, das war eine Schwalbe des Spaniers. Wird wohl so ein Hybrid gewesen sein. Kontakt war vielleicht schon auch gegeben. Schau ich nochmal drauf. Gar nicht so einfach zu beurteilen, ob der Segovia wirklich so erwischt worden ist, dass er zu Boden gehen muss. Auf alle Fälle ist Gerson zu spät gekommen, ob er den Spanier richtig voll getroffen hat. Das sei mal dahingestellt. Aber ein weiterer Beleg für kein optimales Stellungsspiel. Endlich wieder mal eine Standardsituation in diesem Spiel. Pala. Gerson, wieder kommt er nicht hin. Geht Burgstaller nicht wirklich energisch rein in diesen Zweikampf. Und dann macht Beuth an sich das Richtige, geht dann auch drauf, aber bekommt die Ecke wieder nicht. Doch das war wohl eine richtige Sichtweise, Burgstaller. Und dann ist es Beuth, der als letzter am Ball ist beim Duell gegen Bernhard Schachner. Da schwärmen sie wieder aus, Segovia. Schrammel. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass da alle Mannschaftsteile ineinander greifen bei Rapid. Wedrogo. Auch nicht die allerbeste Flanke. Trimmel. Beuth. Zunächst gut gemacht, auch der Pass war okay. Und damit ist ein kontrollierter Spielaufbau möglich. Sabitzer verlängert. Burgstaller mal nach links gekommen. Muss jetzt natürlich die zentrale Position ausfüllen. Gerson diesmal gut gestanden gegen Segovia.
Ja, da fehlt jetzt komplett die Bewegung im Rapidspiel. Da übernimmt keiner Verantwortung. Ja, Gerson schon, aber das ist nicht immer die beste Idee, was er davor hat. Aber es ist alles im Stillstand und auch deshalb jetzt die Pfiffe der Zuseher hier, die das natürlich auch beobachten. Burgstaller, unsauber gespielt, unkonzentriert. Reißt da wieder der Schlendrian ein. Uedrogo. Guter Lauf von Thomas Weber, hat sich toll angeboten. Das sind die Laufwege, die moderne Außenverteidiger einfach machen müssen. Thorsten Schick. Uedrogo. Meine Güte, da geht's wieder rund. Und dann der Fallrückzieher von Thomas Ebner. Und jetzt kann Königshofer zupacken. Also was da abgeht im Rapid-Strafraum. Uedrogo. Dann eine tolle Idee natürlich von Thomas Ebner. War auch kein gefährliches Spiel. Einfach nur Pech. Nur das wäre was. Das erste Bundesliga-Tor wäre es gewesen. Und das auf die Art und Weise gegen Rapid im Hanapi zu erzielen. Hätte er noch seinen Endkampf erzielen können. So bleibt es eine tolle Offensivaktion, die nicht belohnt wurde. Aber was ist los mit Rapid? Hängt das nur mit dem Ausfall von Hofmann zu tun, aber es hat auch schon vorher begonnen. Die ersten 15 Minuten, wie gesagt, waren okay. Da war viel Bewegung drinnen, auch garniert mit einigen ganz guten Chancen. Und jetzt ein Fehlpass nach dem anderen, grobe Fehler in der Zuordnung und wenig Spielkultur. Pichler, das kann er mal Meter machen. Sabitzer, auch der ist kaum mehr zu sehen. Hatte jetzt natürlich auch Probleme mit dem schwer zu bespielenden Untergrund. Der Konter, der Admira. Ah! Nicht schlecht, diese Idee. Hat ein feines linkes Füßchen aus der dritten spanischen Liga gekommen. Vom CF Gandia. Tito. Wenn der einschlägt im Kreuzeck, ist es ein super Tor. Auch mal bei Rayo Vallecano gekickt, zumeist allerdings in der B-Mannschaft. Einen Copa del Rey-Einsatz durfte er bestreiten gegen Almeria vor 4 Jahren. So, der Vorstand wird wieder rausgebieten. Die Anhänger machen ihren Unmut verständlicherweise Luft nach 6 Partien ohne Sieg und vor allem jetzt die Leistung in den letzten 20 Minuten mehr oder weniger schreckend. Beuth. Boah, jetzt geht gar nichts mehr. Auch Widra mit dem technischen Fehler, nachdem schon zuvor Beuth den Angriff versemmelt hat. Jetzt ist er mal unterwegs. Burgstaller in der Mitte, Beuth und Sabitzer hilft, kommt aus dem Rückraum. Marcel Sabitzer. So einen Angriff hat Rapid gebraucht, auch wenn der Abschluss dann nicht zwingend war. Aber das war gut von Burgstaller mit viel Speed, mit Übersicht. Sabitzer kommt intelligent entgegen und trifft den Ball nicht, wird dann geblockt von Thomas Weber.
dennoch kann man als gelungene Aktion werten. Könnte wieder Selbstvertrauen geben für die letzten Minuten in dieser ersten Hälfte. Schramme. Und Ecke, ja oder nein? Ja. Da soll der Ball schon zur Gänze über der Torlinie gewesen sein. Christoph Schösswender hatte da natürlich eine andere Sicht der Dinge, logisch. Ja, das möchte ich nicht entscheiden, ganz ehrlich. Aber das muss ich auch nicht. Und so gibt es die Ecke, die Burgstaller ausführt. Vidra. Drogo, Achtung, jetzt kann er Tempo aufnehmen. Es wäre eine 1 gegen 1 Situation gegen Schimpelsberger. Isiaka, Drogo hinein in den Strafraum. Vorbei an Schimpelsberger, aber nicht an Harry Pichler. Und Rapid setzt hier den Konterschlag. Ecke für Rapid. Burgstaller. Sabitzer. Aber da war der Passweg gut zugestellt worden von Tito. Wieder Sabitzer und er bekommt den Freistoß. Also Hofmann nicht mehr da. Wer versucht es? Klare Sache. Ungestüme Attacke von Thomas Weber, der aber bis hierhin ein sehr gutes Spiel macht. Also macht es Burgstaller, Vidra oder Sabitzer, der gegen Mattersburg auch einen Lattentreffer mit im Spiel hatte. Aber was haben sie da ausgeheckt? Vidra läuft mal an, überlässt dann Burgstaller die Geschichte und der hat sich das Tormanek ausgesucht. Er wird nicht in die Geschichte eingehen. Der besten Freistoßtricks aller Zeiten. Dauert noch ein bisschen diese erste Hälfte, natürlich aufgrund der vielen Unterbrechungen. Gibt gleich 3 Minuten Nachschlag, sehr ungewöhnlich für eine erste Hälfte. Pichler auf Beutz, der wieder retour zu Pichler, der ja, mit dem guten Pass letztlich, aber da bleibt die Pfeife stumm. Trippel weiß nicht warum. Palla gegen Trimmel. Dann der Stoß von Palla. Geht da hinein. Ja, das ist so eine kann man geben, muss man nicht geben Situation. Palla hat da natürlich schon gemerkt, dass Trimmel noch an den Ball kommen könnte mit seiner enormen Grundschnelligkeit. Burgstaller. Gut gedoppelt worden. Und so können die Admirana kontern. Oh. Da wäre Sabitzer auf und davon gewesen. Pichler hat den Freistoß schnell gespielt. Oschan hat gemeint, der Ball ist nicht ruhig gelegen. Ein bisschen kleinliche Entscheidung. Der zweite Versuch funktioniert auch. Pichler auf Sabitzer. Terence Boyd. Wer hilft? Vidra. Ja.
nicht. Ich denke, da hat Marco ganz gut daran getan, noch hinzugehen. Möglicherweise die letzte Aktion vor der Pause, diese Ecke von Vidra, die gefährlich wird und dann zum Edelroller mutiert. Guter Burgstaller, da schauen wir nochmal drauf. Ah, da trifft er einfach den Ball nicht optimal. Hat er schon gesehen, dass er zum Schuss kommt. Aktive Bewegung war auch ersichtlich. Bisschen unglücklich, diese letzte Aktion. Das hätte hier ein paar Pfiffe noch verhindern können. Und so steht es zur Pause. 0:0 zwischen Rapid und der Admira. Es war kein berauschendes Fußballspiel, das gut begonnen hat für Grün-Weiß. Da hatte Macho einiges zu tun vor dem Block West. Aber hat sehr souverän seine Sache gemacht. Dann ist Rapid irgendwie in eine Starre hineingefallen. Hat viele Fehler begangen in der Defensive. Admira dadurch besser reingefunden in diese Partie. Dann musste Hofmann verletzt raus, was dem Rapid-Spiel natürlich auch nicht gut getan hat. Admira hatte einige Möglichkeiten durch Wedrogo, durch Segovia. Also beide Teams hätten hier durchaus in Führung gehen können. Rapid hat letztlich etwas mehr getan in dieser ersten Hälfte für dieses Fußballspiel, aber ist wieder einmal weit davon entfernt, eine richtig gute Leistung zu zeigen. Da war erneut sehr, sehr viel Leerlauf mit dem Spiel der Mannschaft von Peter Schöttl. So spielt einfach ein Team, das momentan kein Selbstvertrauen hat, das seit 6 Ligapartien auf einen vollen Erfolg wartet. Also, das sind die Zahlen zu dieser ersten Hälfte. Jetzt geht es gleich weiter im Studio bei Sisi Gamma von Hans Krankl. Der erste Sieg in diesem Frühjahr soll her für Rapid, aber sorgenvolle Miene bei Peter Schöttl in dieser ersten Spielhälfte. Es steht 0:0 zur Pause. Herzlich willkommen zur Pausenanalyse mit unserem Sky-Experten Hans Krankl. Und die sorgenvolle Miene, Hans, die ist berechtigt. Denn abgesehen von dieser Sturm- und Drangphase jetzt kurz vor der Pause, eigentlich die Admira die gefährlichere Mannschaft. Ja, Rapid hat die ersten 10 Minuten so begonnen, wie man beginnen muss, hat aber kein Tor erzielt. Und dann ist Admira immer stärker geworden. Die mehr Chancen liegen bei Admira und die Mehrzahl der klaren Torchancen liegt auch bei Admira. Und ab der 27. Minute mussten die Grün-Weißen dann auch noch ohne den Kapitän auskommen. Dieses Foul von Stefan Schwab an Steffen Hofmann, 27. Minute, das schaut nicht gut aus und er musste dann auch raus und jetzt wird es spielerisch auch nicht einfacher. Also das schaut leider wirklich nicht gut aus. Man sieht in der anderen Szene, dass das Knie nach außen wegkippt. Also Ich hoffe sehr, dass er nicht schwerer verletzt ist, hoffentlich nicht das Kreuzband. Aber es schaut so aus wie ein Seitenband, Zerrung oder das Knie hat nicht gut ausgeschaut. Hoffentlich hat er nichts. Ja, wir hoffen natürlich, dass es nicht allzu viel ist. Gute Besserung von dieser Stelle an Steffen Hofmann. Wir schauen die ersten Szenen dieser ersten Spielhälfte an. Hans Krankl hat es angesprochen. Rapid eigentlich sehr gut begonnen, so wie man sich das vorgestellt hat. Oder so wie sich das die Fans wahrscheinlich vorgestellt haben. Freistoß von Hofmann und da ein aufmerksamer Jürgen Macher. Ja, man muss ja dazu sagen, dass in dieser den Anfangsminuten Rapid aber nur gefährlich wurde durch Standardsituationen. Also durch den Spiel heraus sehr wenig. Hier Standardsituation, das ist bekannt. Aber das war noch, also es war zum Halten für Macho. Ja, auch in der 16. Minute Gefahr durch eine Standardsituation von Grün-Weiß nach einer Ecke von Rapid. Diese Chance von Beuth und dann der Gegenzug, der Konter, der Admira über Wedraogo. Und wenn wir das genau anschauen, Hans Krankl, da ist zu wenig Gegenwehr. Das geht viel zu einfach. Da ist nicht zu wenig Gegenwehr, da ist überhaupt keine Gegenwehr. Der Wedraogo geht 40 Meter und die Admira spielen sich da durch. Alle Verteidiger sind zu passiv. Und dann, ich weiß nicht, der Thürauer gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, wer geschossen hat von der Admira. Segovia war es. Segovia, sehr schöner Schuss. Und der Königshofer kann ihn aber noch halten. Ja, und dann irgendwie, ja, Philipp Antonina hat irgendwie von einer Starre von Rapid gesprochen. Dann kam die Phase der Admira, 21. Minute nach einer Ecke von Schick. Eine hundertprozentige Chance für Wedraogo. Ja, der Wedraogo, glaube ich, ist nicht so ein sehr guter Kopfballspieler. Er springt zwar sehr gut, aber das ist eine hundertprozentige Torchance. Wenn er den
wenn er das Tor trifft, nur neben Königshofer einen Meter links oder rechts ist ein Tor. Ja, das ist die eine Seite, der Stürmer. Auf der anderen Seite, wo war die Abwehr? Ja, es ist wieder einer dieser typischen Stellungsfehler. Wenn man sich das vorstellt, das ist ja nach einem Corner, also es ist keine Aktion, keine ausgespielte Aktion, sondern es ist ein Corner. Es gibt sicher eine Zuteilung, da bin ich überzeugt davon. Und der Kvedaogo köpft ja alleine. Vor ihm springt einer, hinter ihm springt einer und er ist in der Mitte der Laser. Da, jetzt ich, ja, der Bolt war vorne, wenn wir das nochmal anschauen. Ja, der Bolt ist vorne und der Picher war hinten und in der Mitte ist der Kvedaogo. Also das ist normal 1-0. Das sind Stellungsfehler bei Corner, das darf nicht wahr sein. Ja, und dann noch eine große Chance der Admira in der 39. Minute. Thomas Ebner nach einer Ecke für die Admira. Bichler bringt den Ball nicht weg und Thomas Ebner, der hätte können richtig berühmt werden. Ja, es war ein schöner Vorrückzieher, sehr schön gemacht von dem Jungen. Aber wie gesagt, auch hier wieder ist der Kvedaogo. Wenn er richtig springt, ist das wieder eine Torschance und das, was der Junge macht, ist fantastisch, weil der Königshofer hat keine Chance gehabt. Man sieht es hier, also er hat sich gar nicht mehr gekriegt. Er hat gar nicht mehr die Hände aufgebracht. Wieder ein Tor, aber die Stange hat das Tor verhindert. Ja, Pech in dieser Situation für die Admira. Und dann, wie gesagt, kurze Sturm- und Drangphase in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte für Rapid nach einer Ecke. Und dann ist es Burgstaller und der rollt den Ball. Ja, der hat den Ball nicht mehr schön gekriegt. Also da kann man nicht viel Vorwurf machen. Der Ball wird abgefischt, glaube ich, von einem Admiraner und er fällt dann. Ja, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber der Ball fällt ihm am Fuß. Das ist schwierig, natürlich. Aber 2 Meter vorm Tor. Wenn er Form ist, wenn er ein Lauf ist, ist das ein Tor. Das ist es nicht, das ist kein Tor. Ja, große Verunsicherung bei den Grün-Weißen. Was gibt es zu Admira zu sagen? Was fehlt da? Nur die Chancenauswertung? Angefangen sehr schlecht, sehr ängstlich, dass man glaubt hat, Rapid wird Admira fressen. Aber das Ganze nur 10, 15 Minuten, wenn überhaupt, 10 Minuten. Dann haben die Admiraner gespielt, dass man da etwas machen kann und haben probiert, eigentlich bis zur Pause. Und das kurz vor der Pause, das waren aber nur ein paar Minuten, wo Rapid wieder gedrängt hat. Aber dort hat Admira erkannt, dass hier etwas zu holen war. Am Anfang haben sie sich nicht traut. Sie dürften jetzt erkannt haben, dass hier etwas drinnen ist. Sie müssen natürlich aufpassen, auch das kann passieren, dass Admira übermütig wird und vielleicht kein Tor schießt und dann hat Rapid vielleicht einmal Räume, um vielleicht einmal einen Konter oder eine Standardsituation erfolgreich abzuschließen. Gespürt, dass hier etwas zu holen ist, weil es eben irgendwie nicht sportlich rund läuft bei den Grün-Weißen. Und die nächste Frage ist, was passiert eigentlich mit dem Hanapi-Stadion? Wird es saniert, wird neu gebaut? Im Moment wird eben geprüft, ob es sinnvoll ist, einen Neubau zu machen, ob es finanziell sinnvoll ist, ob es umsetzbar ist. Die News, was ist das Neueste? Was ist der Stand der Dinge? Der Präsident hat es Jörg Kühne verraten. Also der Präsident beweist Langmut, schluckt alles runter und die Fans, die schlucken gar nichts runter. Da gibt es Sprechchöre. Hansi, zirk die um, haben sie vorher gerufen, Hansi. Na, freut mit mir, na servus. Ja, die Fans lieben sehr, sie. Ich bin noch sehr gut, aber in meiner Altersgruppe. Reden wir ganz kurz über den Präsidenten. Ja, der schluckt viel runter. Sollte er öfter mal das rauslassen, die Emotionen, nicht so staatsmännisch agieren, würden Sie sich das wünschen? Aber wenn du Präsident bist bei Rapid, musst du einiges runterschlucken. Das gehört dazu. Das ist jetzt eine Zeit, wo es sicher nicht gut für ihn ist. Er ist schon ein älteres Semester und da ist es natürlich bedauerlich, dass es zu solchen Sachen kommt. Das ist sicher für ihn nicht angenehm. Aber die ganze Stadionsituation, Ihr Wohnzimmer, auch an Sie die Frage, was glauben Sie, was hier in 2 Jahren ist? Ein saniertes Stadion, ein neu gebautes Stadion, was würden Sie sich wünschen? Also was sein wird, ich habe keine Ahnung, ich habe zu wenig Einblick, nur hier muss man sanieren, hier muss was Neues kommen. Also hier muss man sanieren, hier muss man nicht sanieren. Man darf nicht sanieren, dieses Stadion ist zu alt, wunderschön, kaputt. Und es muss ein neues Stadion kommen, das ist das Wichtigste. Also Hans Krankl ist überall, wie wir gesehen haben, nur nicht auf dem Feld. Der würde eigentlich der Mannschaft ganz gut tun. Ich würde ein bisschen zurückblicken. Der gute Ansatz gegen die Admira in seiner Karriere, immerhin 26 Tore gemacht. Da war nur einer besser, Franz Bimbo Binder. Naja, jetzt sind wir wieder im aktuellen Spielgeschehen drinnen. Die Admira in der zweiten Hälfte von rechts nach links spielend. Beide Teams sind personell unverändert retour gekommen. Ja, und leider eben nicht mehr dabei. Steffen Hofmann hat sich
nach etwa 27 Minuten verletzt. Und es besteht ein Verdacht auf einen Innenbandeinriss im linken Knie. Also viel schlechter kann so ein Frühjahr nicht laufen für eine Mannschaft, die Rapid, die so hohe Ansprüche hat, die mit einem durchschnittlichen Frühjahr noch mittendrin wäre im Kampf, zumindest um den zweiten Champions League Qualifikationsplatz. Jetzt muss mal Rang 3 abgesichert werden und das ist auch nicht so einfach. Sturm lauert dahinter. Und wir erleben möglicherweise die erste interessante Situation in Hälfte 2. Ich denke, jetzt wird Sabitzer versuchen. Die Frage ist nur, versucht das direkt? Da bietet sich natürlich auch eine scharfe Flanke an. Was hat er ausgeheckt? Der noch 18-Jährige. Zum ersten Mal also heute gegen Diaz Mira. Ja. Nicht besonders wirkungsvoll. Bichler hat gut nachgesetzt. Beuth. Ja, das war zum Teil natürlich eine sehr ernüchternde erste Hälfte aus Sicht von Rapid. Da war auch jede Menge Glück dabei, dass es da keinen Gegentreffer gab, wenn wir da auch an den spektakulären Fallrückzieher von Thomas Ebner denken, der da nur die Latte traf. Die Kopfballchance für Uedraogo, die Möglichkeiten für Segovia. So, Schimpelsberger geht da ordentlich hinein mit dem gestreckten Bein gegen Stefan Palla und bekommt dafür den Freistoß. Interessante Entscheidung, die zu einer guten Chance für Rapid führt. Der nächste Edelroller. Burgstaller kann es also auch mit rechts. Gegen Ende der ersten Hälfte mit links. Ist denn da ein 10 km/h Schuss unter Anführungszeichen ausgekommen? Hier waren es mindestens schon 12. Sabitzer. Guter Übersteiger von Sabitzer. So. Abstoß gibt's. Sabitzer zeigt's an. Wo hast du hingeblickt, Kollege Schiedsrichter? Aber das sind schwierige Entscheidungen bei diesen Billardaktionen. Sabitzer gegen Schösswenter. Ja, hätte ich jetzt auch hier auf Eck entschieden. Pala. Tito. Da ist aber nur Schrammel. Ausrechenbar. Schimpelsberger, schlechte Ballbehandlung, beinahe der Ballverlust. Aber Dietmira ist auch gut mit Geschenke verteilen hier zu Beginn der zweiten Hälfte. Ja, da schenken sich beide nichts. In Sachen Fehlpässe. Ohne große Not.
Schachner. Tito, ja, da kommt er hin. Gut verlängert von Thorsten Schick. Der Spanier mit dem Geländehaken, der nicht so erfolgreich war. Trimmel. Ja, da ist der Platz natürlich unglaublich schlecht auf dieser Seite. Burgstaller. Guter Einwurf von Burgstaller auf Terence Boyd. Savitzer kann diesen Pass nicht verarbeiten. Der Gegenzug, der kann nur auf Segovia gespielt werden. Bichler. Gut mitgespielt von Thomas Ebner. Dann kommt Bichler zum Abschluss. Ja, Wahnsinn, 1-0. Erstes Saisontor für Harry Bichler mit seinem angeblich schwächeren Rechten. 75. Bundesligaspiel für Bichler, zweites Bundesligator, aber was für eins. Aus purer Not geboren dieser Abschluss und der hat dann natürlich perfekt gepasst. Da schlägt ein im Eck Jürgen Macho. Aber sowas von chancenlos. Es muss eben nicht eine traumhafte Kombination sein, die zu einem Tor führt. Jetzt sind sie dem ersten Sieg in diesem Jahr doch einen großen Schritt näher gekommen. Schon sehr offensiv wütig heute begonnen, dieser Harry Bichler. Und auch jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte hat ihn da in den Strafraum getrieben. Und das mit großem Erfolg. Nicht gut verteidigt von Pala. Trimmel. Ja, den könnte man auch beim ersten Mal annehmen. Sonnleitner wird da etwas unter Druck gesetzt von Königshofer. Da konnte er nur den Ball nach vorne schlagen. Terence Boyd verliert das Duell gegen Ebner. Schwab verliert die Übersicht. Sonnleitner geht jetzt ein Ruck durch diese Mannschaft, die so verunsichert gewirkt hat, etwa ab der 20. Minute. Wieder Schrammel. Der Ball kommt auch gut für Burgstaller. Ja, das ist wieder zu billig. Das macht er wieder und immer wieder. Zunächst technisch hervorragend. Hier, diese Ballannahme auf diese Aktion. Und dann wird ein bisschen auch der Gegner gespielt, aber viel zu wenig. Schick trifft den Ball und normaler Körperkontakt, der zu dieser Ecke führt. Und bevor diese ausgeführt wird, verlässt Bernhard Schachner den Platz und Lukas Thürauer kommt. Will heißen, Didi Kübauer möchte etwas mehr offensive Qualität sehen. Kreativität, gutes Passspiel. All das hätte
Lukas Thürauer natürlich drauf. Das hat die Admira jetzt auch bitter notwendig. Drogo und Segovia hängen komplett in der Luft. Jürgen Macho, der neue Capitano. Vielleicht die erste passende Antwort. Der Admira. Bis hierhin sieht das gut aus. Es sieht immer noch gut aus. Wedrogo, Wedrogo! Einseits! Sechstes Saisontor für Isiaka Wedrogo und sein aufreizendes Tänzchen, das gefällt den Fans hier nicht und es sollte schleunigst jetzt weggehen. Und da die Rapid-Fans sich noch mehr zu solch dummen Aktionen zu leiten. Ja, ist natürlich irgendwie verständlich seine Reaktion, denn was da wieder abgeht in seine Richtung, meine Güte. Aber wir schauen auf die tolle Vorarbeit. Das war kein Abseits. Schick. Und dann kommt der Ball mit etwas Glück zu Wedrogo. So war das natürlich nicht geplant. Hat Gerson zuvor wieder den Kürzeren gezogen. Die Rapid-Abwehr weiß nicht, was sie tut. Wedrogo hat's gewusst. Und vollendet. Tito. Und wieder der Torschütze zum 1:1, diesmal fair. Gestoppt von Vidra. Sabitzer. Schrammel hilft, aber Schwab stellt sich dem Zweikampf hier sehr gut. Dichler. Und da muss Macho raus. Und das tut er auch sehr gut. Ja, diese Führung hat also nur 4 Minuten gewährt. Nach dem traumhaften Schuss von Harry Pichler. Geht die Mannschaft von Peter Schöttl jetzt mit diesem erneuten Rückschlag um. Schon wieder. Diese große Stärke, die Rapid lange hatte, auch unter Peter Schöttl nach einer 1:0-Führung, souverän das Ganze nach Hause zu spielen, die ist komplett dahin. Sabitzer, das ist seine Top-Chance. Da waren schon 2, 3 Möglichkeiten für ihn heute dabei, sein Tor zu machen gegen seinen Ex-Verein. Da muss er einfach voll draufhalten, hat nicht viel falsch gemacht. Gute Schusshaltung. Wieder ein Fallrückzieher, das gefällt ihm von Thomas Ebner. Rückstaller, der Sedan-Klassiker. Retour zu Gerson. Schramme. Aber gute Arbeit hat da einmal mehr Thomas Weber zunächst geleistet. Jetzt aber Burgstaller. Schippelsberger. Gute Phase jetzt aber in diesem Spiel. Gutes Tempo, viele Torchancen. Schippelsberger, die nächste! Macho, super Tat! Da hat er mal den Ball so richtig voll getroffen. Guter Burgstaller. Und blitzschnell war er unten, der 35-Jährige. Da kommt wieder Schippelsberger. Aber diesmal kommt er nicht vorbei. Wedrogo. Tito, völlig offene Partie wieder. Aber Rapid zeigt eine Reaktion.
Und zwar die richtige. Hatte ja schon gegen Salzburg Wahnsinns-Saves drauf und der war nicht viel schlechter. Da schauen wir gerne nochmal drauf. Und Rapid kommt in der Zwischenzeit wieder. Thomas Weber, Papa Franz sitzt bekannterweise auf der grünen Legendentribüne heute. Und kann recht zufrieden sein mit dem Sonnemann, der da eine sehr, sehr solide Vorstellung bietet. Da haben wir ihn, Thomas Weber. Rechte Seite war nicht besetzt, deshalb das Zögern und deshalb auch der Retourgang. Widra. Gerson. Jetzt geht er mit. Der Brasilianer ist jetzt auch im Strafraum, aber Trimmel braucht zu lange. Schimpelsberger. Der hat jetzt gute Momente in der Offensive. Drogo. Das hat er am liebsten, wenn er gefühlte Kilometer laufen kann mit dem Ball. Da ist aber auch weit und breit kein Mitspieler. Den haben sie alleine gelassen in dieser Situation. Den Torschützen zum 1:1. Schwab. Thomas Weber. Hakt er nochmal nach. Einwurf. Rapid. So, Leitner. Mit allem, was er hat, hat er diesen Ball nach vorne gejagt. Ja, Segovia kommt nicht vorbei an Widra. Foul meint Dominik Oschan. Das Pfeifen, das macht der ganzen Familie Oschan Spaß. Und der Vater hat auch gepfiffen in den 80er Jahren. Und Bruder Felix ist auch schon aktiver Schiedsrichter. Jetzt wird vom vierten Offiziellen von Dieter Muckenhammer ein weiterer Wechsel angezeigt. Ja, er hatte seine Möglichkeiten zu Beginn in diesem Spiel. Muss weiter auf sein erstes Bundesliga-Tor warten. Lukas Segovia ersetzt durch Daniel Todt. Dürauer. Ja, das sind die Bälle, die Kübauer von ihm sehen will. Thorsten Schick hat das 1:1 toll vorbereitet, auch wenn der finale Pass dann mit etwas Glück bei Uedraogo landete. Die Ecke kommt auch nicht so schlecht. Da hat Königshofer nicht genau gewusst, was da zu tun ist. Soll er hin oder nicht? Stefan Schwab. Gewinnt das Kopfballduell gegen Trimmel.
Sonnleitner gegen Uedrogo. Ordentlich weggeräumt und Uedrogo bleibt da liegen nach dieser Attacke, zum Glück nicht völlig regungslos. Ja, das war schon hart an der Grenze, dieser Einstieg des Rapid-Innenverteidigers. Wieder Sonnleitner gegen Uedrogo, diesmal aber fair und gut beim Kopfballspiel. Savica, Schrammel. Rapid braucht einfach einen Sieg. Die Admira, denke ich, könnte mit einem Punkt leben. Auch wenn es da unten natürlich extrem eng zugeht. Admira Vorletzter mit 21 Punkten, Punkte gleich mit Neustadt. Davor Wacker. Mit einem Zähler mehr auf dem Konto. Ja, das war wichtig, dass Widra diesen Zweikampf gewinnt. Bichler, Schimpelsberger. Gefällt mir sehr gut in dieser zweiten Hälfte. Oh, jetzt ist es allerdings schwierig geworden. Und der Fehlpass führt zu einer tollen Konterchance, Thürauer. Nicht perfekt gespielt für Stefan Schwab. Naja, und dann ein relativ unnötiges Foul, das auch mit Gelb bestraft wird. Tito noch nicht so auffällig, wie man das vielleicht von ihm erwarten konnte. Sauberes Tackling von Sonnleitner, der auch noch zurückzieht nach der Balleroberung. Das war dann natürlich weniger sauber. Bis hierhin sehr gut von Uedrogo. Wieder kommt da ja, vielleicht eine Spur zu spät. Hatte Sabitzer überhaupt gar keine große Möglichkeit, was aus dieser Situation zu machen. Das kommt einfach zu oft vor bei Rapid, dass der ballführende Spieler allein gelassen wird. Die Admira ist da sehr konzentriert, macht die Passwege zu. Jürgen Macho. Sehr gute Partie. So einen Schuss wie jenen von Bichler ist man natürlich machtlos. Wieder so ein Leitner, der Uedrogo aus dem Weg räumt. Kommt Gerson. Also die Sturm- und Drangphase von Rapid, die ist wieder zu Ende. Seit etwa 10 Minuten. Ja, ich denke, Gerson hatte recht. Es hätte Abstoß geben müssen. Tut aber die Ecke, Tito. Die Flanke ist zwar gut, aber die Abseitsstellung war gegeben von Stefan Schwab. Königshofer in Richtung Beuth.
Baller geht auf Nummer sicher. Nicht mal mehr 20 Minuten zu spielen. Es läuft ganz gut für die Admira. Es läuft wieder einmal ganz und gar nicht gut für Rapid. Ebner verhindert eine Ecke. Schimpelsberger. Und da habe ich ihn so gelobt und dann in den letzten Minuten wieder mit zwei völlig unnötigen Ballverlusten. Widra macht in Sachen Zweikämpfen ein sehr gutes Spiel. Und da ist jetzt viel Raum an der rechten Seite für die Admira. Thürauer. Da treffen zwei Welten aufeinander. Eleganz und Kampfkraft pur. Die Kampfkraft in Persona Pichler hat vorerst gewonnen. Dann wollte Burgstaller wieder mal einen Freistoß, den hat er nicht bekommen. Thomas Weber. Es wird nicht einfacher in den kommenden Runden, denn da warten zwei Gastspiele. Zunächst in Ried und dann in Innsbruck. Zwar jetzt nicht die Top-Teams der Liga, aber mit Sicherheit unangenehme Aufgaben. So, Leitner. Und es gibt sogar noch die Ecke. Mittlerweile obligatorischen Vorstand-Rausrufe der Anhänger hier im Hanapi, bevor es zur Rapid-Viertelstunde kommt. Und auch unser Experte wird wieder in Szene gesetzt. Aber der kann ihr nicht mithelfen, dass die Admira fast in Führung geht. Was für eine Kopfballchance für Stefan Schwab. Aber der Angriff ist noch nicht zu Ende. Wojtrogo. Eieiei, aber den muss Schwab eigentlich machen. Was ist schon muss im Fußball, aber viel besser wird er nicht mehr hinkommen. Wojtrogo mit dem Rückenball als Vorlage für Schwab. Der ist unfassbar frei. Gerson, während es wieder Hansi zirkt die durchs Hanapi schallt, hat man so laut auch schon lange nicht mehr gehört hier. Natürlich ein Zeichen der absoluten Unzufriedenheit, gepaart mit ironischen Gebärden der Fans. Ein paar gute Momente und ein paar negative dann in dieser zweiten Hälfte. Michael Schimpelsberger. Denialla, für den läuft es auch nicht momentan. Dennoch besitzt er natürlich die Qualität, so ein Spiel auch mitzuentscheiden. Aber da war die Admira näher dran an der Führung. Wenn wir da an diesen Stangentreffer von Schwab denken.
Tito. Pedrogo. Schönes Winter. Spielt von Weber. Das sieht bis hierhin überhaupt sehr gut aus, auch technisch sauber. Und dann ist bei Sabitzer vorläufig mal Endstation. Pichler bekommt den Freistoß. Gelb für Daniel Todt. Bruder Marcelli ja momentan sehr erfolgreich für den SV Horn agierend. Eine Etage weiter unten und da will die Admira nicht schon wieder hin. So, wir begrüßen den 30. Admira Kaderspieler, der in dieser Saison zum Einsatz kommt. Der heißt Daniel Gremsel. Da sehen wir auch, eilig haben sie es nicht. Thorsten Schick, der hat schon eine ganz gute Bilanz aufzuweisen. Mittlerweile 3 Torvorlagen. Heute ist die eine dazugekommen. 4 Saisontore. Nicht übel für einen, der noch nicht lange in der Bundesliga spielt. Ball war schon draußen. Wird Jürgen Macher auch nicht gefallen. Die Situation bei Rapid aktuell wird es ihn wohl freuen, dass seine Mannschaft so gut unterwegs ist und hier auch alle Chancen hat, dieses Spiel sogar zu gewinnen. Zonleitner, Gerson. Hat als einzige Mannschaft in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen in dieser Liga. Und viel Zeit bleibt auch heute nicht mehr, um das zu ändern. Gerson. So, Leitner haut vorbei. Schwab macht es auch nicht besser. Sonnleitner. Gezwungen von Schwab zu diesem Rückpass. 10 Minuten noch. 1:1. Ein Punkt, der Rapid überhaupt nicht weiterhilft in dieser Phase. So, Schrammel ist frei. Genialer ist es auch! Jürgen Macher, sensationell! Wenn da jetzt noch die nötige Fitness dazukommt, aber fit genug scheint er ja zu sein für den Liga-Alltag, dann muss man wirklich wieder nachdenken über ihn in Sachen österreichisches Nationalteam. Sabitzer, genialer. Drogo, da ist nur Baller in der Nähe. Der ist aber gut angespielt worden von Drogo. War gar nicht so einfach in dieser Situation. Und dann Daniel Todt mitten aufs Tor.
Schön langsam löst sich hier das Mittelfeld bei beiden Mannschaften auf. Daniel Gremsl bei seinem Debüt. Für die Admira, der Ex-Hartberger. Körpertäuschung von Trimmel. Savica, abseits, ja oder nein? Ja. Man hat es befürchten können. Ist dann zu spät rausgekommen aus der Abseitsposition. Zuvor die Aktion über Thomas Schrammel. Die gute Abnahme von Deni Aller, der da nicht allzu viel falsch macht. Und Jürgen Macho hat A, ganz stark antizipiert und B, eine sehenswerte Parade hingelegt. Nicht seine erste in diesem Spiel. Pichler sieht im Rückspiegel Uedrogo kommen. Leitner auf Burgstaller. Wieder Gerson. Terence Boyd. Wieder Vidra. 7 Minuten noch. Peter Schüttel hat noch eine Idee, wird Schaub ins Spiel bringen bei der nächsten Unterbrechung. Beutz. Er macht sich oft viel selbst kaputt in seinem Spiel mit diesen verfehlten Ballannahmen. Burgstaller raus. Auch er hätte dem Spiel von Rapid heute eine andere Richtung geben können. Ich glaube, der auch im Admira-Nachwuchs gespielt hat. Jetzt also für die Schlussphase mit dabei. Gefährliches Spiel von Gremsl gegen Schrammel. Ja, man sieht es ja, sie wollen ja die Rapid-Spieler, aber sie können teilweise nicht. Sonnleitner. Und für Peter Schöttl wird es natürlich auch immer schwieriger, nach jedem Spiel dasselbe zu sagen. Und zu argumentieren, man war ja fast immer besser als die gegnerische Mannschaft. Nackten Zahlen, die sprechen Bände. Das wäre dann das 7. Spiel in Folge. Ohne vollen Erfolg. Der 3. Platz könnte auch bald weg sein. Im Anschluss spielt Sturm daheim gegen Wacker Innsbruck. Da könnte es schon zum Platztausch kommen. Außer Rapid gelingt noch was in den letzten Minuten. Trimmel, Sonnleitner, der Torschütze zum 1:0. Wieder einer der besseren bei Rapid heute, Savica. Mit
Licht, aber auch mit viel Schatten. Das muss natürlich sehr bitter sein für Peter Schöttl, dass er immer wieder diese Sprechchöre hören muss, denn das ist natürlich ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass es überhaupt nicht läuft für seine Mannschaft, dass da vorne keiner ist, der alles zerschießt. Wie es eben früher unser Hansi gemacht hat. Admira wirkt zufrieden mit diesem Punkt, geht da kein unnötiges Risiko mehr ein. Tito. Ja, behauptet den Ball, Schwab. Vorbei an Pichler. Jetzt könnte es nochmal interessant werden. Der flotte Gremsel mischt sich ein. Traut sich dann aber nicht so richtig in den Strafraum hineinzuziehen. Dominik Oschan hat der Uedrogo klar gemacht. Bei der nächsten Attacke gibt es dann doch die Gelbe. Das bringt nur Zeit für die Admira. 89. Minute. Auch die ist bald zu Ende gespielt. Schösswenter in Richtung Schwab. Es war nur in wenigen Phasen ein wirklich unterhaltsames Fußballspiel. Ein temporeiches. Waren die Phasen, als auch Rapid richtig gute Angriffe mit dabei hatte und die Admira den Ausgleich erzielen konnte. Ansonsten viel Leerlauf, viel Verunsicherung zu spüren auf beiden Seiten. Rapid hat heute den Kapitän verloren mit Steffen Hofmann. Verlieren sie auch dieses Spiel und ich denke, man kann in dieser Phase selbst nach einem 1:1 von einer gefühlten Niederlage für Grün-Weiß sprechen. Für die Admira geht es dann mit dem Heimspiel gegen Mattersburg weiter. Dann die Auswärtspartie in Ried und dann natürlich auch ein sehr wichtiges Spiel in Wiener Neustadt. Drei Minuten werden hier nachgespielt. Jürgen Macho, einer der besten Akteure auf dem Platz. Drogo. Terence Boyd auf Schaub. Tito, feine Ballbehandlung. Außen ist Pass. Kommt auch gut und der nicht von Tod.
Petra. Das ist eigentlich, wollte gerade sagen, sehr ruhig im Stadion. Irgendwie wirken auch die Zuseher wie paralysiert. Sind es mittlerweile einfach schon gewohnt, dass es solche Spiele hier gibt. Das ist der Alltag in Grün-Weiß in diesem Frühjahr, der eingekehrt ist. Schwab, er hätte diesen grün-weißen Alltag noch schlimmer gestalten können. Bei seiner hundertprozentigen Möglichkeit in der 74. Minute. Und so gibt es sogar noch die Chance für Rapid, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn es dann auch mal jetzt schneller ginge und dann kommt auch noch sowas dazu. Christopher Trimmel hat diesen Einwurf einfach nicht korrekt ausgeführt. Zu weit nach vorne gesprintet. Ja, doch noch einige Emotionen bei den beiden Trainern. Königshofer an seinem 24. Geburtstag. Wird nicht viel Spaß machen, diesen zu feiern. Na, vielleicht kann er doch feiern. Diese Ecke wird noch ausgeführt werden. Ist das der Turnaround-Punkt für Rapid, wenn jetzt das Tor kommt für dieses Jahr 2013? Daniel A. Nein. Viel Lärm um nichts. Ich will nicht von einem lethargischen Auftritt reden von Rapid, aber man hat streckenweise den Eindruck, es ist nicht mehr drinnen. Und es war nicht mehr drinnen. So quittieren es die Besucher hier im Ingenieur Gerhard Hanapi-Stadion. 1:1 zwischen Rapid und der Admira, das 7. Spiel in Folge ohne Sieg für den Rekordmeister. Harry Pichler hat zwar ein wunderschönes Tor gemacht zur zwischenzeitlichen Führung in der 53. Minute, aber nur 4 Minuten später hat Isiaka Wedrogo zurückgeschlagen. Nach ganz guter Vorarbeit von Thorsten Schick. Marcel Sabitzer bei seinem ersten Auftritt gegen die Admira mit guten Szenen, allerdings auch mit vielen unglücklichen Aktionen. Die Admira hat ja keine berauschende Vorstellung geboten, aber eine solide Leistung hat gereicht, um ein 1:1 mitzunehmen aus dem Hanapi. Es hätte sogar mehr sein können. Stefan Schwab, der da sich mitbedankt bei den Fans, hatte hier die ganze Geschichte auf dem Kopf in der 74. bei seiner Riesenmöglichkeit. In Hälfte 1 hatte Wittmira schon Pech bei einem Fallrückzieher, der nur an die Latte ging, von Thomas Ebner bei weiteren Top-Chancen. Auch Rapid hatte Möglichkeiten, keine Frage, diese Partie hätte in jede Richtung gehen können. Aber letztlich sind nur die Südstädter so richtig zufrieden. Bei denen kann man sagen, geht es wirklich aufwärts. Da werden wir zwar auch nicht in Sachen Sieg viel dazu gewonnen, wenn wir da an die Punkte denken, aber die Leistungen sprechen eigentlich nicht für einen Abstiegskandidaten in den vergangenen Wochen. Zuletzt 1:1 gegen Salzburg, jetzt 1:1 beim Tabellendritten. Das ist absolut in Ordnung. Kommenden Samstag dann daheim gegen Mattersburg. Da ist also wieder mal ein Sieg möglich. Ein Sieg, von dem die Rapid-Fans ja, irgendwie schon wohl träumen werden. Der letzte war am 9. Dezember 2012 gegen Wacker. Also das war's mal von meiner Seite, liebe Zuseher. Jetzt wollen wir einen hören, der einen richtig schönen Moment in diesem Fußballspiel hatte. Sako Wedrogo, hier bei Rapid ein 1:1. Zu wenig oder eh genug heute? Ja, ich glaube zu wenig, weil wenn du Gesamtspiel siehst, erste Halbzeit, wir haben viele Torchancen gehabt. Ich muss einfach die zweite Tor erste Führung gehen oder einmal Schwabe Stangen. Ich glaube, wir waren mehr drin heute in einer Stadion. Wurde der Admira ein Elfmeter vorenthalten? Sie waren ganz nah dran an dieser Szene, die wir uns jetzt ansehen. Ich bitte Sie, den unteren Monitor zu benutzen. Da war ein Zweikampf mit Gerson.
der nimmt ihn dann schon etwas mit der Hand mit, avec la main. Ja, ich habe schon gesehen, dass er mit der Hand genommen, aber ich glaube, war schwierig vom Schiri zu sehen, weil der Schiri war ganz hinten, nicht schwierig, aber die Schiri-Linie muss das sehen, aber passieren und 1-1, wir sind ein bisschen froh. Sako, Sie tanzen gerne, weiß ich, vor allem nach Toren. Trinken Sie kein Bier? Ich trinke kein Bier. Aber Sie haben einiges abbekommen heute an Bier. Ich habe eine voll Bier gehabt, bekommen, aber das ist eine Pizza, man muss akzeptieren und dann so weitergehen. Das muss man akzeptieren? Ja, was soll ich machen? Ich habe voll gekommen, ich habe weitergespielt, Schiri hat selber gesehen. Anderswo wird abgebrochen? Ja, normalerweise, aber Schiri hat selber gesehen. Ich bin gespannt, was kommt daran. Hätten Sie sich zumindest eine Durchsage des Stadionsprechers gewünscht? Ja, für mich ist kein Problem. Für mich ist viel Szene passiert, aber ich hoffe, dass wir bekommen eine Strafe oder irgendwas. Für Sako kein Problem. Merci beaucoup. Für mich kein Problem. Danke. 1:1 im Samstagnachmittagsspiel im Hanapi-Stadion gegen Rapid. Und für die Hütteldorfer bedeutet das auf der anderen Seite noch immer kein Sieg 2013 und Rapid weiterhin die schlechteste Frühjahrsmannschaft in der Tipp-3-Bundesliga. Otto Rosenauer fasst die Begegnung zusammen. Peter Schöttl bringt im Vergleich zum 2:2 gegen Mattersburg zwei neue. Schimpelsberger und Gerson beginnen in der Verteidigung. Für Marcel Sabitzer geht es erstmals im Dress von Rapid gegen seinen Ex-Verein. Rapid ist gleich von Beginn weg druckvoll, zunächst aber nur nach Standards. 9. Minute, Freistoß von Steffen Hofmann, Pichler, dann Sonnleitner und Jürgen Macho mit seiner ersten Tat. Bei Rapid merkt man in der Anfangsphase den unbedingten Willen, in Führung gehen zu wollen. Die Admira wird jedoch nach einem Konter gefährlich. Segovia mit dem Fernschuss und Geburtstagskind Lukas Königshofer ist das erste Mal so richtig gefordert. Der 24-Jährige reagiert stark. Segovia und Uedraogo bilden heute bei der Admira das Sturmduo. Nach knapp 20 Minuten die nächste Standardsituation. Und Uedraogo kommt völlig frei zum Kopfball, vergibt die bis dahin beste Möglichkeit. Der Admira wird da von der Rapid-Verteidigung komplett vernachlässigt. Dann in der 27. Minute unglücklicher Zweikampf zwischen Schwab und Hofmann. Und für den Rapid-Kapitän geht es nicht mehr weiter. Hofmann verletzt sich am Knie. Die erste Diagnose lautet Innenbandriss. Ihn ersetzt Christopher Trimmel. Nach einer halben Stunde reißt dann der spielerische Faden etwas. Wieder Standardsituation für die Admira. Thomas Ebner mit dem Fallrückzieher und er knallt diesen an die Latte. Pech für die Admira in dieser Szene. Sehenswerte Einlage von Ebner, der da fast sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Absolviert sind dann 39 Minuten. Rapid enttäuscht mit Fortdauer immer mehr. Kann keinen Druck mehr aus dem Spiel heraus aufbauen. Guido Burgstaller mit dem Edelroller trifft da den Ball nicht mehr richtig. Somit steht es torlos zur Pause. Und wieder gibt es lautstarke Pfiffe im Hanapi-Stadion. Aber es gibt nicht nur sportliche Probleme, sondern auch Ungewissheit, was die Zukunft des 35 Jahre alten Stadions betrifft. Wir haben ursprünglich die Absicht gehabt, zu sanieren und zu erweitern, sind dann nach genauer Prüfung der Substanz des Stadions gemeinsam mit der hervorragenden Firma, die das gemacht hat, zu der Meinung gekommen, dass hier ein sehr hoher Kostenaufwand damit verbunden ist. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass in Deutschland Stadien gebaut werden, die maximal das Doppelte der Sanierung von des Hanapi-Stadions kosten würden. Und das prüfen wir jetzt, in welcher Weise. Nach der Pause, beide Teams eher mit verhaltenem Beginn. Harald Pichler weiß da nicht so recht, wohin mit dem Ball. Und dann zieht er einfach mal ab. Und wie trifft in der 53. Minute zum 1:0 für Rapid. Findet zunächst keine Anspielstation. Erwischt die Kugel dann perfekt. Torhüter Macho hat nicht den Hauch einer Abwehrchance. Und für Pichler ist es der zweite Bundesliga-Treffer. Nur 4 Minuten später, die Admira sucht die passende Antwort und findet diese auch. Thorsten Schick enteilt der weit aufgerückten Rapid-Defensive, kann dann nicht mehr entscheidend gestört werden. Da ist Isiaka Uedraogo und das 1:1 für die Admira in der 57. Minute. Obendrein gibt es noch ein Tänzchen von Uedraogo mit den Teamkollegen. Dann jedoch unschöne Szene, der Torschütze wird von einem Bierbecher getroffen. Solche Szenen sind absolut inakzeptabel. Zuvor kein Abseits von Schick, knappe Entscheidung. Sonnleitner hebt dieses auf. Verwirrung dann in der Rapid-Verteidigung. Und Schick mit guter Übersicht
Ouedraogo dann mit vollem Risiko und seinem sechsten Saisontor lässt Königshofer keine Abwehrchance. Der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt verdient. Rapid aber nur 4 Minuten nach dem Gegentreffer mit der Chance. Abermalige Führung. Schimpelsberger und Guido Burgstaller dann mit seiner besten Szene im Spiel. Torhüter Jürgen Macher mit einer super Tat ist der blitzschnell unten und verhindert den zweiten Gegentreffer. In der 70. Minute dann dieser Zweikampf zwischen Gerson und Ouedraogo im Strafraum von Rapid. Und da haben die Hütteldorfer Glück, dass Schiedsrichter Oschan das Handspiel von Gerson nicht sieht. Aber auch schwierig für den Spielleiter zu sehen, die sich durch Ouedraogo verstellt. In der 74. Minute sieht die Rapid-Verteidigung wieder alles andere als gut aus. Stefan Schwab setzt seinen Kopfball völlig freistehend an die Stange. Wenn man so ungedeckt im Strafraum zum Abschluss kommt, muss man aber da noch mehr daraus machen. Insgesamt schafft es Rapid viel zu selten, eine klare Struktur ins Spiel zu bringen. In der 81. Minute haben die Hütteldorfer trotzdem die Chance auf den Siegtreffer. Der eingewechselte Danny Ahler und wieder der überragende Jürgen Macho. Der Torhüter der Admira befindet sich derzeit eindeutig in Nationalteamform. Am Ende bleibt es beim 1:1 unentschieden. Für Rapid ist es das 7. Spiel in Folge ohne Sieg. Die Enttäuschung ist natürlich auch bei Peter Schöttl groß. Der Admira reicht eine solide Leistung im Hanapi-Stadion, um einen Punkt mitzunehmen. Der Torschütze zum 1:1 war bei Jörg Kühne dennoch nicht ganz zufrieden. Ja, ich glaube, zu wenig, weil wenn du Gesamtspiel sehen, erste Halbzeit, wir haben viele Torchancen gehabt. Wir müssen einfach die zweite Tor, erste Führung gehen oder einmal Schwabe Stangen. Ich glaube, wir waren mehr drin heute in Hanapi Stadion. Ich denke, wir haben hochverdient den Punkt mitgenommen. Und ich denke auch, wenn wir auch gewonnen hätten heute, hätte auch keiner beschweren können. Ich denke, dass wir die besseren Möglichkeiten gehabt haben. Der Jünger zwar auch zweimal sehr gut gehalten, aber Lotten, Stangen, und ich denke halt, da war heute wirklich mehr drin gewesen und deshalb irgendwie mit einem weinenden ein Loch in der Auge, aber eher weinend. Wenn du deine Spiele nicht gewinnst, umso schwieriger ist es, wenn du bei Rapid deine Spiele nicht gewinnst, das ist uns schon klar. Wir warten schon sehr, sehr lange jetzt auf ein Erfolgserlebnis, haben die Sicherheit nicht im Moment. Der Wille, der Kampfgeist ist da, es ist fehlen im Moment ein bisschen die Mittel, unter diesen Bedingungen heute auch erfolgreich zu spielen. Wir haben jetzt 2 Wochen, wo wir richtig hart arbeiten müssen. Die müssen wir nützen und auch die Fehler ansprechen und auch wissen, was jetzt am Spiel steht, weil es kann für keinen im Kader zufriedenstellend sein, wie wir jetzt da stehen, und das wird sich jetzt ändern. Tja, sagt Harald Bichler. Dunkle Wolken über Hütteldorf. Seit 7 Ligaspielen sieglos. Die letzten 4 Heimspiele nicht gewonnen. Das hat es zuletzt Heribert Weber vor über 10 Jahren gegeben, dass man im Hanapi-Stadion so eine Serie, eine Negativserie hingelegt hat. Sie haben bei Salzburg die Defensive auch angeprangert. Gilt das auch für Rapid oder liegen die Ursachen noch viel tiefer? Ähnliche Probleme, sage ich mal. Bei Rapid sieht man eben, dass es in der Offensive kaum Durchschlagskraft gibt. Also kaum Ideen, wenige Torchancen, die herausgespielt werden, in der Defensive immer wieder anfällig für unglaubliche Fehler und große Unsicherheiten. Immer dann, wenn sie in Führung gehen, sind sie auch anfällig für Gegentore. Das haben die letzten Spiele bewiesen. Und vor allem, was für mich das Drastischste ist, dass es viele Spieler gibt in den Reihen von Rapid, die von einem Spiel auf das andere ihre Leistungen völlig verändern. Mhm. Dass es überhaupt keine Kontinuität gibt, was die Leistung betrifft. Dass Spieler zum Beispiel wie Danny Ahler, ja, hat das letzte Spiel als Einwechselspieler ein großartiges Tor geschossen und gegen Mattersburg. Und jetzt war er nicht dabei von Anfang an. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er ist ein Spieler, der immer wieder für große Auftritte wirklich das machen kann. Und ich sage mal, dass ich der Meinung bin, dass die Spieler viel mehr das Heft in die Hand nehmen müssen. Wir werden sehen, ob es so kommt. Drastisch negativ war natürlich auch der Becherwurf, der da heute im Hanapi-Stadion passiert ist, nach dem Ausgleichstreffer der Admira durch Isiaka Ouedraogo. Er macht zwar einen sehr intensiven Torjubel, das eine bedingt aber nicht die Reaktion dieses Zuschauers, der da offensichtlich die Kontenance verliert. Und Rapid hat letztlich auch Glück, denn hätte Ouedraogo
nicht mehr weitergespielt, hätte der Schiedsrichter das Spiel abbrechen müssen, wie der Spielleiter Dominic Ocean nach dem Match Sky-Reporter Jörg Kühne erläutert. Naja, ich wäre erst einmal froh, dass der Spieler so fair reagiert hat und sich nicht irgendwie auf den Boden geworfen hat. Natürlich ist es sicher unangenehm, von einem vollen Bierbecher getroffen zu werden. Aber wie gesagt, der Spieler hat sich Gott sei Dank sportlich fair verhalten und hat es mit einem Lächeln quittiert. Hätte er das nicht getan? Naja, grundsätzlich ist dann zu überlegen, wie weiter fortgefahren wird. War froh, dass es dann nicht so kam, dass hier keine weiteren Konsequenzen notwendig waren. Das heißt, Abbruch war in keiner Sekunde ein Thema? Nein, nachdem der Spieler so reagiert hat, war das natürlich kein Thema. Der Stadionsprecher hat nichts gesagt. Hätten Sie ihn vielleicht auffordern sollen können? Ich habe bei meinem vierten Offiziellen über Headset kommuniziert. Und der vierte Offizielle hat dann auch den Stadionsprecher aufgefordert, hier eine Stadiondurchsage zu machen, was leider unterblieben ist. Und aus diesem Grund müssen wir das leider auch einem Bericht vermerken. Das heißt, Rapid war da etwas lasch. Na, ich kenne die genauen Gründe nicht, warum dann keine Durchsage erfolgte. Allerdings war es nicht zu unserem Gefallen. Tja, da scheint der Rapid-Stimme die Stimme versagt zu haben. Jedenfalls wird es hier eine Geldstrafe wohl für den SK Rapid geben. Nur der Ordnung halber, hätte der Spieler nicht mehr weitergespielt, dann kann der Kapitän der Mannschaft den Abbruch wünschen. So steht es ganz klar auch in den Meisterschaftsspielregeln drinnen. Die Ergebnisse dieses Samstagspieltages der 26. Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Ein Unentschieden zwischen Salzburg und Ried 2:2. Sturm gewinnt gegen Innsbruck mit 3:2. Und dann zwei Unentschieden zwischen Wolfsburg und Neustadt und Rapid und Admira. Vor dem Sonntagsspiel die Austria. 10 Zähler vor Salzburg. Sturm jetzt erstmals auf Platz 3, einen Punkt vor Rapid. Und am Tabellenende die Spannung so groß wie noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Die drei letzten Teams Punkte gleich. Die Innsbrucker automatisch zurückgereiht aufgrund des Spielabbruchs im Herbst gegen Sturm.